Die Tradition der Kirche legt uns nahe, am Sonntag der Vergebung mit allen Frieden zu schließen, alle um Vergebung zu bitten. Wir sollten uns an diesem Tag daran erinnern, wen wir im vergangenen Jahr oder vielleicht auch schon früher gekränkt haben. Dann sollten wir an diese Menschen herantreten und sie um Vergebung bitten. Doch auch wenn wir uns nicht erinnern können, dass wir Verwandten, Bekannten und Freunden etwas angetan haben, sollten wir uns bei ihnen aufrichtig entschuldigen. Denn es könnte sein, dass wir sie, ohne selbst zu merken, verletzt haben. Vielleicht aus Unachtsamkeit, vielleicht unbeabsichtigt. Und selbst wenn wir nichts Schlechtes gemacht haben, unser Nächster sich aber durch unsere Handlungen verletzt fühlt, sollten wir uns entschuldigen und ihm auf diese Weise die Last nehmen. Außerdem besteht die Schuld eines Menschen nicht nur darin, etwas Schlechtes gemacht zu haben, sondern auch darin, nicht das Gute zu tun, was wir sollten. Denn in der Bibel gibt es nicht nur die Du sollst nicht Gebote, sondern auch die Du sollst Gebote. So können wir uns selbst fragen, haben wir unseren Nächsten geliebt? Haben wir ihn tatkräftig geliebt? Haben wir ihm geholfen, uns um ihn gesorgt, ihn getröstet? Haben wir es mit unserer ganzen Kraft getan oder waren wir selbstsüchtig und haben deshalb unseren Nächsten vernachlässigt? Ist das der Fall gewesen, sind wir auch schuldig vor ihm. Und waren wir vielleicht nicht schlechte Christen gewesen? Haben wir durch unsere Sünden indirekt unseren Nächsten geschadet? Die Tradition, um Vergebung zu bitten, geht auf die Anfänge des Christentums zurück, auf das Evangelium selbst. Christus sagt, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebet, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen aber nicht vergebet, so wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Daran werden wir in der Evangeliumslesung am letzten Sonntag vor der Fastenzeit erinnert. Die große Fastenzeit ist die Zeit der Buße und Umkehr. Es ist die Zeit, in der unsere Seele gereinigt werden soll. Doch wenn wir einen Groll gegen unseren Nächsten hegen, können wir nicht in Frieden in die Zeit der Fasten eintreten. Es ist nicht möglich, sich mit Gott zu versöhnen, ohne sich vorher mit seinen Nächsten versöhnt zu haben. Das haben auch die ägyptischen Mönche in den ersten Jahrhunderten gewusst, welche die Ordnung der Vergebung eingesetzt haben. Die Mönche dieser Zeit verließen während der großen Fastenzeit ihr Kloster und gingen für 40 Tage in die Wüste, um innerlich gereinigt zu werden und sich würdig auf das Fest der Auferstehung Christi vorzubereiten, übten sie sich in Askese, beteten und taten Buße. Bevor sie sich jedoch in die Wüste aufmachten, trafen sie sich ein letztes Mal zu einem gemeinsamen Gottesdienst. Dabei versöhnten sich die Brüder untereinander, fragten nach Vergebung, vergaben einander und bekamen einen Segen für das Fasten. Nach diesem Gottesdienst machten sie sich auf den Weg. Ein praktischer Hintergrund für dieses Treffen war, dass die Reise nicht ungefährlich sein würde. 40 Tage allein in der Wüste, Hitze, schlechtes Essen, keiner, der einem im Notfall helfen könnte oder einen Arzt rufen würde. Die Mönche wussten nicht, ob sie lebend zurückkehren würden. Um nicht mit der Bruderschaft unversöhnt zu sterben, war es umso wichtiger, vor der Abreise mit allen Frieden zu schließen. Natürlich sollten auch wir diejenigen um Vergebung bitten, die wir verletzt haben, selbst wenn wir uns nicht auf eine riskante Reise begeben oder im Krankenbett liegen. Auch diejenigen, mit denen wir eine angespannte Beziehung haben. Doch wir sollten auch bei allen anderen Menschen um Vergebung bitten. Dafür, dass wir schlechte Christen sind. Denn wir alle sind ein Leib Christi. Ist eins der Glieder krank, geht es dem ganzen Körper schlecht. Adam und Eva haben gesündigt, die gesamte Menschheit leidet. Aber ich gesündigt, leidet mein Bruder. Wir können die Menschen auch dafür um Vergebung bitten, dass wir sie nicht wirklich lieben. Denn wir sind berufen, jeden Menschen zu lieben. Das ist ein Gebot. Stattdessen interessieren wir uns oft nur für uns selbst,
und die Menschen, die wir gerade brauchen. Das ist eine Sünde, die wir am Sonntag der Vergebung fühlen sollten. Christus sagt: Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Mit dem Loslassen ist das Vergeben der Sünden unserer Nächsten gemeint. Wir bitten Gott oft darum, dass er uns unsere Sünden vergeben soll. Doch wenn wir auf die Barmherzigkeit des Herrn hoffen, müssen wir auch Barmherzigkeit zeigen. Darüber spricht ein berühmtes Gleichnis. Ein Schuldner von 10.000 Talenten wird vor einen König gebracht. Weil er aber nichts hatte, um zurückzuerstatten, befahl sein Herr, dass er und alles, was er hatte, verkauft würde. Der Knecht nun fiel nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, sei langmütig mit mir, und ich werde dir alles zurückerstatten. Der Herr jenes Knechtes aber war von Barmherzigkeit gerührt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Als aber jener Knecht herausgegangen war, fand er einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldete. Da ergriff und würgte er ihn und sprach: Erstatte mir zurück, was du schuldest. Sein Mitknecht flehte ihn an und sprach: Sei langmütig mit mir, und ich werde es dir zurückerstatten. Der aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen müssen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und zornenbrannt überlieferte ihn sein Herr den Folterknechten, bis er ihm alle Geschuldete zurückerstattet habe. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von eurem Herzen seine Verfehlungen vergebt. Aus diesem Gleichnis wird ersichtlich, dass Gott uns vergibt, selbst dann, wenn unsere Schuld sehr groß ist. Doch wir sehen auch, was er dafür von uns erwartet, dass wir anderen Menschen, die uns etwas schulden, auch vergeben. Und wenn wir es nicht tun, müssen wir die Konsequenzen tragen. Wir können dann nicht mehr auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen. Dessen müssen wir uns vergegenwärtigen. Der Herr vergibt uns, wenn wir anderen vergeben. Er vergibt uns unsere Schulden, wenn wir anderen ihre Schulden vergeben. Der heilige Johannes Chrysostomus sagt: Wenn du deinem Feind nicht verzeihst, schadest du nicht ihm, sondern dir selbst. Du kannst ihm zwar in diesem Leben oft schaden, doch dadurch stehst du am Tage des Gerichtes ohne Antwort da. Denn vor nichts wendet sich Gott so sehr ab, wie vor einem nachtragenden Menschen, wie vor einem überheblichen Herzen und einer zornigen Seele. Oft sprechen wir die Worte des Vaterunsers: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Doch wie bewusst sprechen wir diese? Sprechen wir diese nicht allzu oft mechanisch, ohne ein inneres Gefühl? Und wenn wir im Moment des Gebetes gegen jemanden verstimmt sind und Groll hegen, was bedeutet es für uns? Wenn ich meinem Nächsten seine Schuld nicht vergeben habe und dabei bete: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, heißt es in dem Moment so viel wie: Wie ich meinem Schuldner nicht vergeben habe, so vergib auch mir nicht. Wenn wir am Tage des jüngsten Gerichts vor Christus stehen werden, ist das das Maß, welches er an uns setzen wird. Wie wir mit unseren Schuldnern umgegangen sind, so wird auch Christus mit uns umgehen. Waren wir milde, wird er milde walten lassen. Waren wir aber zornig oder haben auf unser Recht bestanden, wird auch Christus gerecht sein und uns die ganze Last unserer Schulden anrechnen. Andersrum haben die heiligen Väter gesagt, dass der einfachste Weg in den Himmel zu kommen ist, anderen Menschen zu vergeben und diese nicht zu verurteilen. Denn wer nicht richtet, wird nicht gerichtet werden. Durch das Vergeben der Sünden anderer Menschen werden wir sogar Gott ähnlich, denn wir ahmen ihm beim Vergeben nach, handeln so, wie er es tut.